Ja, hallo Internet und herzlich willkommen zum dritten Teil von meinem Let's Play zu Batman Arkham Asylum. In der letzten Folge sind wir hier in den Raum gegangen, haben aufgeräumt kräftig und haben festgestellt, dass Batman die Fähigkeiten, die ich einsetzen will, noch gar nicht besitzt. Ja, was für ein Skandal. Deswegen machen wir jetzt direkt weiter und sehen zu, dass er diese bekommt, damit ich euch auch wirklich ein bisschen stylisches Zeug zeigen kann. Aber trotzdem scanne ich erstmal jetzt hier den Raum, weil ich nicht weiß, ob sich hier irgendetwas befindet. Ja, hier ist die Alkoholfarm. Das heißt, ich muss doch hier unten irgendwo sicherlich lang. Alkohol. Sind hier noch mehr Alkohol? Ach, da oben ist Alkohol. Okay, da oben muss ich lang. Hier sind wieder ein paar Joker-Beißerchen. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Tja, das war unsere kleine Schnapsdrossel. Dead End. Sehr witzig. Und natürlich der Mund entstellt mit einem schönen grünen Joker-Grinsen. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Ja, ich bin es. Edward Nigma, der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Ja, jetzt haben wir schon das erste Riddler-Rätsel, denn der Riddler tritt jetzt in diesem Spiel so auf den Plan, dass er uns per Funk oder durch diese Trophäen, die überall mal verstreut liegen, Rätsel gibt, die er möchte, dass wir sie lösen. Und hier haben wir jetzt schon, schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Und ich sagte, schneid dich nicht an diesem scharf geschossenen Foto. Hier ist ein Porträt. Und wie heißt der Anstaltsleiter? Richtig, Quincy Sharp. Und Sharp heißt auf Englisch scharf, also wird das hier sicherlich die Lösung sein. Scanne ich das mal. Ja, richtig gelöst. Hast du es geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Und jetzt werden nämlich hier die ganzen Riddler-Herausforderungen. Ich, Edward Nigma, habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Ja, kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. Natürlich ist der Riddler sehr von sich überzeugt. Wir haben jetzt halt einfach hier verschiedene Trophäen, die wir sammeln können. Diese Sprechbänder, von denen wir schon das erste gefunden haben von Harley Quinn. Rätsel zum Scannen und so weiter und so fort. Aber damit beschäftigen wir uns jetzt erstmal nicht. Hey, Batman! Yo, was geht ab? Glatzkopf mit Waffe, die ich nicht kenne. Und wie auch immer hat Batman sich jetzt von da oben hier runter teleportiert. Okay, die Joker-Zähne sind doch schon alle kaputt. Dann muss ich hier nicht mehr hin. Dann gehen wir mal zu unserem netten Glatzkopf. Hat er denn noch einen Namen? William North, der Willi! Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum.
Ha, du warst wohl kein Freund von unserer kleinen Schnapsdrossel. Es tut mir leid, Kumpel. Auch sehr nett, was man jetzt schon sehen kann, ist, dass je länger das Spiel geht, desto zerstörter wird der Anzug von Batman. Wir sind da jetzt schon über dem Batman-Symbol oben links bzw. rechts, je nachdem, wie man es sehen möchte. Einen herben Kratzer. Das Cape und der Anzug wird noch sehr viel zerstörter werden in dieser Nacht. So viel sei schon verraten. Da sehen wir schon direkt wieder eine Riddler-Trophäe. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Stell dich beim Herausfinden auf was ein. Okay. Hier ist wieder eine strukturelle Schwäche. Die können wir aber bisher noch nicht überwinden. Also laufen wir erstmal weiter. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab das ausgelassen. Hier ist Joker! Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter, Wachen oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich! Der Zugang zur Insel ist beschränkt worden, der Luftraum ist abgeriegelt und erste Berichte legen nahe, dass Batman selbst auf der Insel gefangen ist. Wir sind gleich wieder da und berichten live über alle Entwicklungen. Zurück ins Studio. Danke, Jack, und mehr darüber in Kürze. Ja, das war der Radiokommentator Jack Ryder. Und wenn wir uns an das Riddler-Rätsel von ihm erinnern, scanne ich doch direkt mal diesen Kassettenrekorder. Und natürlich war das Rätsel. Da können wir uns jetzt direkt die Charakterbiografie von Jack Ryder angucken. Jack Ryder ist ein Enthüllungsjournalist, der mit seiner umstrittenen Talkshow und seiner aggressiven Gesprächsführung immer wieder von sich reden macht. Natürlich ahnen die Zuschauer nichts von seinem alter Ego. Ryder ist nämlich kein geringerer als der knallbunte Ordnungshüter Creeper, in den er sich jederzeit verwandeln kann, wenn Not am Mann ist. Letzterer steht meist auf der Seite des Guten und mindestens mit einem Bein in der Klapsmühle. Genauso sieht's aus, denn nämlich Jack Ryder, unser Radiokommentator, ist auch ein Vagabund, ein Vigilante, ein Verbrechensbekämpfer, der in Gotham seine Unwesen kann man da eigentlich gar nicht treiben, sagen. Er sorgt halt für Recht und Ordnung. Zwar nicht ganz so groß und gut wie Batman, aber er tut, was er kann. Beruf Enthüllungsjournalist. Ja, endlich mal keiner, der Berufsverbrecher ist, möchte ich sagen. Entschlossener Reporter, bekannt für seine aggressiven Recherchen, Moderator einer kontroversen Talkshow, geheime Identität als der Creeper. Der Oliver Geissen des Batman-Universums, möchte ich sagen. Und wir laufen weiter. Ist das ein normales Buch? Oder kann man das auch scannen? Fällt mir gerade auf. Aber es ist anscheinend ein normales Buch. Gut, laufen wir weiter. Ich glaube, hier gibt es erstmal nichts mehr. Und wie könnte es anders sein? Ein Lüftungsschacht, der auf uns wartet. Mein kaputt, Junge! Welcher angepissten Miene er immer diese Lüftungsschächte da kaputt macht. Kick ihn weg, Junge! So, und auf einmal finden wir uns in einer grünen Höhle wieder. Denn die Insel von Arkham
Ach so, stimmt, das ist, glaube ich, bisher noch gar nicht so rausgekommen. Arkham Asylum, also das ist die Irrenanstalt, auf, in der sich alle bösen Schwerverbrecher im Batman-Universum befinden in Gotham, ist auf einer Insel gebaut. Ich glaube, er hat das auch eben gerade gesagt in der Radioübertragung, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Die ist natürlich auch sehr weitläufig. Wie wir jetzt sehen. Ja, willkommen im Irrenhaus. Und ich finde das eigentlich ein sehr schöner Ausblick von hier oben. Den kann man mal einen Moment genießen, aber genug davon. Wenn ich jetzt hier ransuche, sehe ich jetzt schon, hier sind wieder allerlei Leute. Gegner. Da unten sind einige. Dort sind welche. Und ich glaube, sie haben auch alle Waffen. Also überall laufen Jokers und Männer rum. Und warten nur darauf, den Dark Knight zu durchlöchern. Auch ganz nett da hinten. Wenn man rüberzoomt aufs Festland, sieht man hier den Turm von Wayne Enterprises. Der Firma von Bruce Wayne. Sprich Batman. Und ja. Ich denke, ich gleite erstmal da drüben rüber zu diesem Turm. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu Brei schlagen. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Ja, neuer Auftrag, wir beschützen das Batmobil. Aber erstmal sprechen wir mit dieser Wache. Ich habe in den Nachrichten gehört, was passiert ist. Ich dachte, Joker zurückzubringen wäre eine gute Idee. Dachte ich auch. Bleiben Sie hier, während ich mich darum kümmere. Ja, chill du mal. Batman macht das. Aber hier liegt wieder ein schönes Tonband, was ich mir natürlich sofort stibitze. Hier hören wir jetzt Patientengespräche vom Joker. Das ist etwas, was ich persönlich komplett hammermäßig finde bei den Arkham-Spielen, dass man dieses Hintergrundwissen von, ja, ich sag mal, semi-authentischen, leicht viral angehauchten Tonbandaufnahmen, die halt die Hintergrundgeschichte der Charaktere beleuchten, das macht das Ganze einfach lebendiger. Und nur wir gerade dabei sind, können wir uns einfach mal auch mal die Story vom Joker durchlesen, für die, die sie noch nicht kennen.
Der Joker ist ein geisteskranker Superschurke, dessen weiße Haut, grüne Haare und blutrote Lippen über das mörderische Wesen hinwegtäuschen, das sich hinter seinem grotesken Äußeren verbirgt. Der selbsternannte Clownprinz des Verbrechens hat zwar keine Superfähigkeiten, ist aber für seine Brutalität und Mordlust berüchtigt. Nicht selten schmiedet der Joker heimtückische Pläne, um seinen Erzfeind Batman zu Fall zu bringen. Bürgerlicher Name unbekannt, Berufsverbrecher, wie könnte es anders sein? Er wiegt nur 72 Kilo, er ist ein ziemlich dünnes Hemd. Eigenschaften: reueloser, gemeingefährlicher Soziopath, der sich einer präzisen psychologischen Einstufung entzieht. Überraschend starker Nahkämpfer. Seine Vergangenheit ist unbekannt. Widersprüchlichen und unbestätigten Berichten zufolge ist er ein gescheiterter Komiker, ein ehemaliger Dieb und ein gebrochener Ehemann. Benutzt verschiedene Waffen, die häufig auf Scherzartikeln basieren. Setzt ein Gift ein, das Gesicht seines Opfers zu einem Joker-ähnlichen Grinsen dehnt und schließlich zum Tod führt. Ja, dieser Joker ist natürlich genauso wie Batman und generell alle Charaktere in diesem Spiel, auf den hat seinen Ursprung in den Comicbüchern und nicht etwa in den Filmen, wie wir sie von Christopher Nolan kennen, die ja in den letzten Jahrzehnten sehr populär geworden sind. Aber genau das finde ich gut, denn nicht falsch verstehen, der Comic-Joker ist zwar, Film-Joker ist zwar der Hammer, keine Frage, aber der Comic-Joker an und für sich ist einfach nochmal eine Klasse für sich. Jetzt schauen wir einfach mal auf die Karte, wo ich jetzt genau hin muss. Nach da oben, okay. Also müssen wir durch dieses Tor da drüben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ach, hier sind ja gar keine Gegner. Verstehe ich nicht. Der Ort hier sollte doch gut gesichert sein. Leider flüchten immer wieder einige Patienten. Ich werde sie aufhalten. Ich dachte vorhin, die hätten blau geleuchtet, weil sie aus der Reichweite waren. Aber anscheinend ist dem nicht so. Gut, mal wieder mein Fehler. Botanische Gärten. Bin ich richtig? Nein, bin nicht richtig. Gott sagen, das kommt mir etwas spanisch vor. Hier muss ich nämlich lang. Jo Leute, was geht? Da unten dürfte es gefährlich sein, Batman. Es sind viele Blackgater dort. Sie haben Waffen, vermutlich aus der Waffenkammer der Wächter. Danke für Ihr Interesse, Officer. Man braucht schon mehr als Waffen, um mich zu stoppen. Da hat er recht. Da sind wir jetzt. Ich kann nicht glauben, dass Sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Klare Ansage. Und dazu stehen ist nicht so gut. Denn da schießen sie auf mich. Aber ich kann mich hier einfach hochschwingen. Mit meinem Grapple. Dann schleichen wir uns einfach von hinten an. Hallo. Einer down. Und der zweite folgt zugleich. Ja, wie gut, dass Batman doppelt, dreifach, vierfach, was weiß ich, verstärkten Kevlar trägt. Sonst wäre es das gerade gewesen. Und ich sehe schon da hinten ein paar Zeitgenossen, die einfach Vandalismus betreiben und meine schöne Karre angreifen. Was fällt denn eigentlich ein? Das Ding war teuer. Aber ich denke mir, die Rettung meines Autos heben wir uns für den nächsten Teil auf. Das war Part 3 von meinem Let's Play von Batman Arkham Asylum. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Teil auch wieder ein. Tschö mit Ö!